Ich lese wieder aus Jutta's Buch. Ich bin der Weg. Schon aus dem 11. Kapitel. Da geht es um Neugeborene und den Beistand der geistigen Welt und wie die geistigen Helfer mit uns hier eine Einheit bilden, was uns einfach bewusst sein sollte. Der Titel des 11. Kapitels lautet: Du hast gelernt, hast gearbeitet, hast geweint und gelacht. Hast du aber jemals daran gedacht, dass diejenigen, die feinstofflich auf deiner Seite sind, das Gleiche mit dir zusammen erleben? Das Leben auf Erden beginnt mit dem ersten Schrei, den der Mensch tut. Das Wesen hat den Mutterleib verlassen und kommt in eine Welt, die angefüllt ist mit Mängeln und Trübsal. Für ein Wesen, das hier in das Erdendasein eintritt, ist dies ein Schock. Es fühlt diese Energien besonders stark, weil es noch mit dem Geistigen verbunden ist. Es ist noch in der Sphäre eingeklinkt, aus der es kommt. Die geistige Welt nimmt es vollkommen wahr, denn von ihr ist es noch eine Zeit lang abhängig. Natürlich benötigt ein neugeborener Mensch die Liebe und die Fürsorge der Mutter oder beider Eltern. Der wesentlichere Teil jedoch spielt sich auf der feinstofflichen Ebene ab. Die Wesenheit benötigt, außer Essen, Trinken und Sauberhalten, den Beistand ihrer geistigen Geschwister. Die geistigen Helfer an der Seite des Neugeborenen haben alle Hände voll zu tun, denn es verlangt viel Aufmerksamkeit von ihnen, damit das Leben des Neuankömmlings so störungsfrei wie nur möglich verläuft. Die geistige Ebene ist für das Neugeborene sichtbarer und realer als die weltliche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal, wenn man ein ganz kleines Baby betrachtet oder das versucht, mit dem Augenkontakt herzustellen, dann merkt man, das guckt so, es guckt einem gar nicht in die Augen, sondern es guckt so um einen rum, ja? Und guckt so und guckt einem sozusagen nicht in die Augen, sondern in die Aura und guckt auch manchmal dann so, also viele Menschen haben ja alle möglichen Erfahrungen mit kleinen Kindern, die auf einmal da sind oder mit, wenn sie älter sind, dann schon reden, das sind alles eben diese Wahrnehmungen. Die geistige Ebene ist für das Neugeborene sichtbarer und realer als die weltliche. Am Anfang ist es mehr in der geistigen als in der materiellen Welt zugegen, denn es benötigt sehr viel Lebensenergie und Lebenshilfe, die ihm dort gegeben werden kann. Die Lebensschulung ist hart für eine solche Wesenheit. Besonders die fehlenden Liebesenergien hier auf der Erde erschweren die Anpassung. Die geistigen Wesen, die mit ihr zusammen den Prozess des Erdenlebens durchmachen, wissen von der Problematik der ersten Lebensmonate. Sie erleben zusammen mit der Wesenheit ganz intensiv das Trauma der Anpassung. Vollkommen alleingelassen ist der Mensch nicht lebensfähig. Nur gemeinsam mit den geistigen Helfern kann er das Erdenleben vollziehen. Die anderen Helfer, die dir zugeteilt sind, haben die Funktion des Schutzes, des Lehrens und des Heilens. Damit erklärt sich von selbst, was sie täglich mit uns tun. Nur wenn die geistigen Helfer und die Menschen miteinander arbeiten, ist die Voraussetzung, einen erfolgreichen Abschluss einer Lebensperiode zu erreichen, gewährleistet. Das menschliche Wesen ist unvollkommen ausgerüstet, wenn es sich vom Geistigen trennt und kann deswegen auch nur Unvollkommenes erschaffen. Der Lebensalltag zeigt es. Das heißt, nur zusammen mit der geistigen Welt und auch mit unserem eigenen geistigen Anteil können wir wirklich das hier erschaffen, was wir uns vorgenommen haben. Horchst du auf die Stimme, die sich in deinem Herzen befindet, gehst du immer den richtigen Weg. Darum erlebst du in diesem Sein die Erfüllung eines reichen, angefüllten Lebens. Du gehst mit ihnen zusammen, Hand in Hand, erhältst alles, was du benötigst und schaffst es mühelos, dein Ziel zu erreichen. Alles, was du erlebst, erlebst du mit ihnen gemeinsam. Ihr seid ein Team, eine Einheit, die sich im göttlichen Einklang befindet, die ein vollkommenes Leben manifestieren kann,
weil es mit Herzensliebe und dem Verständnis und der Güte gefüllt ist, die der Ausdruck von Gottes Allliebe ist. Ich bin hier immer gestolpert über und schaffst es mühelos, dein Ziel zu erreichen und dachte, naja, übertreib's nicht, mühelos. Aber aus der Sicht, dass wenn ich mir bewusst bin, meiner Einheit mit der Allliebe, mit den geistigen Helfern, mit all dem, was mich ausmacht, über meinen physischen Körper hinaus, dann bin ich tatsächlich auf der Ebene der Mühelosigkeit. Und wenn ich es als mühsam empfinde, dann bin ich eben auf der Ebene der reinen Körperlichkeit und hier im Jammertal. Und das ist auch eine Realität, die unser Leben immer wieder erfüllt. Genauso wie ich in einem der letzten Videos davon gesprochen habe, dass es hier auf der Erde sinnlos wäre, die Dualität von hell und dunkel zu leugnen. Das ist hier einfach so, dass es nachts dunkel ist, ja? Außer in der Mittsommerzeit am Nordpol. Aber, und deswegen empfinden wir, auch wenn wir ganz stark mit der geistigen Welt verbunden sind, immer wieder auch die Mühsal, die eben Teil dieser Erdenschwere hier ist. Aber auf der Bewusstseinsebene ist der Weg tatsächlich, wenn wir ihn im Einklang mit der geistigen Welt gehen, von Mühelosigkeit getragen. Die Einheit trägt uns. Dem Erschaffen sind keine Grenzen gesetzt. Nur du selbst bist es, der sich begrenzt, weil dir das Vertrauen abhanden gekommen ist und weil dir diese Informationen fehlen. Du bist ein Teil vom Ganzen. Du bist derjenige, der hier auf Erden lebt und tätig ist. Du bist der sichtbare Teil eines Ganzen, eines Teams. Um hier zu leben und um hier auf Erden zu wirken, benötigt man das komplette Team. Die geistigen Helfer und du, ihr seid ein Werkzeug, eine Einheit, die sich vorgenommen hat, den Auftrag zu erfüllen, der mit der Kraft des All-Einen ausgestattet ist. Und das ist ein gutes Gefühl, immer mehr sich dessen bewusst zu sein. Und wir werden so darin trainiert und daran gewöhnt, uns nur über unseren Körper zu definieren, sogar unsere eigene All-Einheit zu vergessen, ganz zu schweigen von der All-Einheit aller anderen Wesen, ob inkarniert oder nicht. Und das ist im Grunde eine Selbstbegrenzung, denn die ist immer da. Noch die Affirmation zum Abschluss. Eine der: Ich bin der Weg, der in diesem Sein begangen werden will, damit sich Gott in dieser Zeit in seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit ausdrückt und sein Licht sich über allem ergießt. Ich bin die Kraft, die allen, die hier zu dieser Zeit tätig sind, hilft, sich in der Reinheit zu entwickeln, die man benötigt, um selbst ein Wegweiser zu werden. Ich bin, ich bin, ich bin. Und ich bin der Weg, erinnert mich natürlich an das zweite Buch von Jutta Welle, der Weg ist dein Ziel.